Umgang mit Explosion anderer. Angenommen, du bist irgendwo und plötzlich explodiert jemand. Er schreit, er wird wild, er gestikuliert, er gebraucht eine Sprache, die nicht angemessen ist. All das, was er so mühsam zurückgehalten hat, es explodiert aus ihm oder ihr heraus. Was machst du jetzt? Wie gehst du damit um? Wenn die Explosion gegen dich gerichtet ist, dann warte einfach ab. Wichtig ist, nimm nichts, was er sagt, jetzt für übermäßig wichtig. Menschen sagen im Zorn Dinge, die sie nachher bereuen und die sie gar nicht wirklich meinen. Glaube nicht, dass das, was ein Mensch im Zorn sagt, etwas ist, was jetzt tief in ihm drin ist und dass er jetzt endlich sagt, was er denkt. Nein, meistens sind es Sachen, die der Mensch gar nicht so meint. Und zum Zweiten, wenn Menschen dann irgendeine Entscheidung kundtun oder irgendetwas sagen, nimm auch das nicht zu ernst. Was jemand im Zorn in einer Explosion sagt, sollte nicht für bare Münze gehalten werden. Manchmal hilft es, das Weite zu suchen, eben zu sagen, ja, Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. Manchmal hilft es einfach, Schultern einziehen, Kopf runter und warten, bis das Gewitter vorbei ist. Wenn du tatsächlich dem anderen einen Grund gegeben hast, zu explodieren, dann ist es klug, um Entschuldigung zu bitten und zu sagen, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht. Es tut mir leid und ich bitte um Entschuldigung. Manchmal hört die Explosion auf, manchmal am nächsten Tag. Manchmal muss man aber auch sagen, ich bitte Sie, so nicht mit mir zu sprechen. Das ist nicht der Umgangston, den mir versprochen wurde, als in dieses Unternehmen eingetreten bin. Manchmal musste den anderen Grenzen zeigen.